So, hallo, jetzt kommen wieder die ungeschnittenen Schönheitsgespräche und die entwickeln sich weiter. Also ich spreche jetzt nicht nur über Falten, Füllstoffe und Lebenslust, sondern das wird irgendwie immer mehr. Hier lade ich mir ja Frauen oder auch Männer aus meinem Dunstkreis ein, die sich auch sehr weitestgehend mit Bewusstseinsarbeit, mit Körperlichkeit, mit Schönheit, mit Sinnlichkeit beschäftigen. Und heute habe ich Susanne Christine Böhm, ne? Kirsten Susanne. Ach, Kirsten, Entschuldigung. Susanne, nun kennen wir uns schon so lange. Die Kirsten, die muddel ich da immer mal unter. Und so wie ich jetzt verstanden habe, das sagst du gleich nochmal richtig, hast du klassischen Gesang gelernt und Organistin, deine Ursprungsberufe? Ja. Und die Berufswelt verändert sich ja heute. Wie stellst du dich heute vor? Beruflich? Heute stelle ich mich so roundabout als Vocal Artist vor, also Musikerin, die über die Stimme geht und über die Stimme arbeitet. Das Arbeiten mit der Orgel habe ich also spätestens vor 2 Jahren abgelegt, weil mir der starre Klang der Orgel einfach nicht körperlich einfach gar nicht gut tat. Und abgesehen davon, dass ich eben selber als Sängerin arbeite oder Gesang unterrichte, bin ich eben auch im Bereich Stimmtraining unterwegs und habe vor allem in den letzten Wochen oder Monaten nach vielen, vielen Jahren Stimmtraining da auch nochmal wirklich einen neuen Turn gefunden, dass ich einfach wirklich alles das, was rund um die persönliche Arbeit machen, wir können Stimmschulung machen, dass ich Warte, das warte, alles. warte, ich hatte eben jetzt eine kleine Unterbrechung. Also du, ne, weil hier war eben gerade die Leitung so ein bisschen schräg. Du hast es erweitert auf die Persönlichkeit. Also Ich die Persönlichkeit. nehme jetzt alle Bereiche mit rein, weil dann entsteht einfach ein Fass oder es entsteht eine Magie, wenn wir nicht mehr trennen in Stimme und Mindset auf der anderen Seite, sondern letzten Endes gehört das einfach alles zusammen und ich sehe das schon ganz, ganz, ganz lange einfach auch, dass wenn ich mit der Stimme arbeite, kann ich das Mindset überhaupt gar nicht außer Acht lassen. Das Mindset, meinst du in Richtung meine Stimme und ich? Nein, das meine ich nicht in Richtung meine Stimme und ich. Meine Stimme ist dann der kleine Part, also wie wir unsere Stimme hören und mögen, sondern also zum Beispiel der Kontakt zu mir, zu meinen seelischen Ebenen, zu meiner geistigen Ebene, zu meiner Visionskraft, zu meiner Erdung. Also da umfasst der Bereich Mindset ist, also den, so wie ich ihn benutze oder wie ich das angehe, ist einfach wesentlich weiter als nur ich und meine Stimme. Also jetzt einfach nochmal für diejenigen, die dich nicht kennen, du stehst praktisch auf der Bühne als Sängerin, auch in einem Ensemble, auch alleine kann man dich als Solokünstlerin buchen und du berätst, begleitest, coacht Menschen, die auf die Bühne gehen, Vorträge halten und auch singen. Also wenn ich jetzt Vorträge halten will, dann bist du die Richtige, aber auch wenn ich singen möchte. Also es Genau. geht einfach um den eigenen Ausdruck finden über die Stimme. Also den eigenen Ausdruck haben wir sowieso immer. Die Stimme drückt sich einfach immer aus. Und ich kann es jetzt sozusagen spezifisch anwenden auf Menschen, die Vorträge haben oder in irgendeiner Art und Weise auf der Bühne stehen. Oder eben singen wollen als Hobby, aus Leidenschaft oder auch beruflich. Ich finde es aber im Moment für mich noch viel, viel, viel spannender, dieses ganze weite Feld der Online-Unternehmerinnen und Unternehmer, die ständig eigentlich auf einer Bühne stehen, die Verkaufsgespräche machen, die ihre Lives machen, die Videos machen. Da einfach ganz klar zu sagen, wir suchen ja immer das, was uns, also wie können wir das schaffen, dass die richtige Kundschaft zu uns angezogen wird. Und da ist eben das, was ich sage oder wo ich mich auf die Forschungsreise begeben habe, ganz klar, das geht über die Kehle. Also weil die Kehle sendet bestimmte Frequenzen aus. Und diese Frequenzen signalisieren den anderen Menschen etwas und dadurch kommen bestimmte Menschen zu uns und andere Menschen bleiben weg. Okay, ich meine, das ist natürlich dein Fachbereich ist die Kehle,
weil du dort zu Hause bist. Für mich ist es ja auch der ganze Körper, ne? Und ich komme über die Haut und wie auch immer. Und letztendlich ist es ja das Wesentliche, wie ich dich verstehe, auch deine eigene Person, seinen eigenen Körper zu kennen und dementsprechend auch die Kehle, also da einen Fokus drauf zu setzen. Ja, genau. Also es geht, wir können die Kehle oder die Stimme nicht beeinflussen, überhaupt gar nicht, wenn wir den eigenen Körper nicht kennen und wenn wir auch keinen Zugang zu ihm haben. Gut, und dann geht es schon so in der Beratung, dass du mich auch, also mir fiel vorhin ein, als ich das so ein bisschen nachdachte, es hieß mal Eigelb ja. Zu gurgeln oder sowas. Ist sowas noch wahr? Also das, um die geschmeidig zu machen? Stimmt nicht? Keine Ahnung, also es gibt ziemlich viele Geschichten, aber die habe ich jetzt tatsächlich noch nicht gehört. Es gibt eine Körperübung, also über die Zunge, um die Stimme geschmeidig zu machen. Und letzten Endes ist das Zusammenspiel wirklich unseres ganzen Systems. Also wie wir denken, wie wir gerade fühlen, wie wir innerlich gestimmt sind. Und das drückt sich im Klang aus. Und das heißt, wenn ich jetzt mit jemandem zusammenarbeite, ist es einerseits so, dass der Jetzt-Klang etwas Bestimmtes ausdrückt und dann rege ich bestimmte Ausbalancierungen an, was weiß ich, vielleicht in der Aufrichtung, in der Atmung oder mit der Zunge. Und das heißt, auf der einen Seite wirkt es nach innen, dass der Körper die Kehle viel mehr trägt, dass ich meine Gefühle neu kennenlerne, zum Beispiel auch in schwierigen Situationen. Und es wirkt gleichzeitig nach außen, dass ich eben einen anderen stimmlichen Ausdruck bekomme. Genau, und also letztendlich habe ich ja auch geschrieben, ist es so ein bisschen wie die Vögel, die ja auch, also, wie ich das richtig verstehe, im Frühjahr dann so diese Balzlaute von sich geben und wir können das etwas nachstellen, bewusst. Also das, was wir in, was das die Technik sozusagen, die Technik. Meine Technik, die habe ich ja wirklich gelernt von Leuten, die wirklich auf den Weltbühnen stehen, auch wenn ich da nicht stehe, aber die Technik ist dafür ausgerichtet und das ist tatsächlich ganz interessant, weil sie eigentlich nicht heißt, mehr zu tun, sondern letzten Endes die Gesetze der Stimme zu kennen und zwar des natürlichen Funktionierens der Stimme und das bewusst einzusetzen. Also häufig ist die Technik eigentlich nur, der Stimme aus dem Weg zu gehen. Ja, also kann ich mir gut vorstellen. Wir haben ja auch mal eine Zeit zusammengearbeitet, wo ich glaube, auch du mir nochmal diesen Tipp gegeben hast, nicht eben mehr aus dem Rücken zu gehen, ne, und nicht schon vorne mit der Stimme zu sein, sondern immer wieder eher zurück, weil man ja natürlich sich bemüht, wenn man was rüberbringt über die Kamera, sich bemüht, was nach vorne zu bringen. Ne? Genau. Und es eigentlich mehr so geht, wieder sich auch anzubinden in sich selbst, diese Verbindung wieder aufzunehmen. Wobei das natürlich bei jedem Menschen verschieden ist. Ja. Also gibt es die Menschen, die sehr nach vorne gehen und man hört es dann immer in der Stimme, dass die nicht ganz in ihrem Ruhepunkt drin ist, dass die Atempausen kurz sind, dass die Stimme ein bisschen gestresst klingt zum Beispiel. Und diese Menschen, das ist genau wie du das sagst, da muss man eben das Rückgrat so und die Anbindung nach hinten. Aber es gibt auch sozusagen sehr bequeme Menschen, würde ich mal sagen, die müssen tatsächlich mehr nach vorne gehen. Also es ist immer, ja. In der Stimme geht es immer darum, das, was schon da ist, zu würdigen, zu lieben, auszubauen, zu pflegen und das, was noch fehlt, drumherum zu ergänzen. Also es geht immer um eine Ganzheit. Genau, also letztendlich arbeite ich ja so auch, nur eben nicht so auf diesen Bereich fokussiert. Und ich beschäftige mich ja auch mit diesem Thema Sinnlichkeit, Weiblichkeit. Und gibt es irgendwie Untersuchungen, was mehr ankommt, ob eine hohe Stimme oder eine tiefe? Also was mögen die Menschen mehr oder ist das auch sehr individuell? Also das ist vor allem ein Thema der Frau in sich. Ich kenne kaum eine Frau, die sagt, ich finde es richtig toll, wenn meine Stimme in bestimmten Situationen sehr hoch und schrill wird. Also die meisten Frauen sagen, um Gottes Willen, bloß nicht zu hoch, bloß nicht zu keifig, bloß nicht zu niedlich.
Was wir durchaus hören, ist international sehr verschiedene Stimmstandards. Also die Dänen zum Beispiel haben grundsätzlich eine viel tiefere Sprechstimme als wir Deutschen, was sehr spannend ist. Dann schaut man mal vielleicht nach Japan zum Beispiel, sehr starkes Beispiel, da ist die Sprechstimme höher als bei uns. Ja, ich habe da jetzt keine Untersuchungen parat, die gibt es mit Sicherheit, aber das eigentliche Knackpunkt ist, was die Frau an sich empfindet. Und wenn eine Frau so Angst davor hat, dass ihre Stimme in die Höhe geht, dann beschränkt sie ihr Ausdruckspotenzial. Ja, spannend. Und ist es da dann auch so, ich meine, wir befassen uns ja auch viel mit so Frequenzen, ne? Ist ja auch beim Radio so, dass in dem Moment, wo meine Stimme jetzt zu dir rübergeht oder auch zu dem Zuschauer, nun habe ich nicht das beste Mikro, aber dass da auch eben diese Schwingung, ja, natürlich, das läuft in Schwingung ab. Und du sagst, du machst Voice Readings. Das heißt, wenn jetzt jemand hier interessiert wird oder so, neugierig wird, dann kann er zu dir kommen und er spricht und du kannst ihm dazu dann schon ganz viel sagen über ihn oder sie. Genau, weil man nämlich, man kann sich das so vorstellen, schau dir mal ein Video von einem Menschen an und mach aber dann die Augen zu und versuche mal nicht auf die Worte zu hören, sondern einfach, was der Klang der Stimme an sich dir rüberbringt. Und so funktioniert das, dass einfach, natürlich gibt es dann immer ein Thema, natürlich erfahre ich auch die konkrete Frage und die Fragestellung von denjenigen, für die ich ein Voice Reading machen soll. Aber ich gehe gar nicht erst, wenn ich dann zuhöre, gehe ich gar nicht auf diese konkrete Frage erstmal ein, sondern ich lasse mich ein auf die Stimme an sich, also was sie mit mir macht. Ob sie mich zum Beispiel beruhigt, ob sie mich hibbelig macht, ob ich aggressiv werde, ob ich mich wohlig fühle. So zum Beispiel, das kann man, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Und dann geht das eben auch noch eine Ebene weiter. Das ist dann für mich, diese Voice Readings brauchen auch ein kleines bisschen, das geht so über ein paar Tage, dass auf einmal wie eine Person neben mir steht, die mir was erzählt. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen spookig, wenn ich das so sage. Ich kann es auch gar nicht anders erklären, aber es kommen dann so über die energetische, die energetische Art dieses Menschen bekomme ich sehr, sehr klare Informationen. Also ist das ein Mensch, der mit seinem Herzen sehr gut verbunden ist, mit der Erde, oder ist es ein Mensch, der sehr in der Visionskraft liegt zum Beispiel? Und alle diese Dinge setzen sich dann zusammen und dann schreibe ich meine Voice Readings auf. Das ist ein unglaublich liebevoller Prozess, sich einer Stimme so zu nähern. Und dann gehen wir eben in den Prozess über eine kurze Zeit auch nur. Ich habe das wirklich gerne dicht an der Stelle, damit einfach auch ein Ergebnis da ist. Und am Ende steht dann ein gemeinsamer Call, in dem wir einfach nochmal schauen, wie hat sich das Anfangsthema eigentlich verwandelt. Ah ja, also es ist schon so, dass ich sag mal, wenn ich mich eben auch oft, bei mir geht es ja auch immer wieder darum, sich zurückzunehmen, also auch in seinen weiblichen Ausdruck zurückzunehmen oder sehr bemüht ist, zu gefallen, dass dadurch eben sofort Verschiebungen deutlich werden. Und dass das dann wiederum Erinnerung wachruft an Eltern, an Lehrer, wie auch immer, die einen so gestoppt haben. Geht es jetzt so weit, auch in diese psychologische Richtung? Oder? Nee, also das kann natürlich Erinnerungen wachrufen, aber so würde ich das in einem Voice Reading eigentlich nie schreiben, sondern ich würde schreiben, tatsächlich, also wenn ich meinetwegen eine Person erlebe, die von der Stimme her sehr, sehr geerdet ist, sehr warm ist, sehr liebevoll, fast mütterlich, so, das kann ja auch bei Männern sein, oder ich würde sagen, ist das eine Menschenfigur, eine Person, die sehr, weißt du, es gibt diese Frühlingstypen, die wahnsinnig viele Ideen haben und sofort umsetzen wollen. Ist das so jemand? Ich gehe da wirklich sehr intuitiv auch mit den Worten um und versuche also nicht zu psychologisch zu werden, weil das einfach schon wieder in Bahnen lenkt, wo wir unsere Wahrnehmung sehr steuern. Und über die Stimme, über die Kehle können wir einfach eine sehr intuitive Wahrnehmung
ganz neu kennenlernen. Ich sehe das immer wieder dran, ich habe jetzt sehr bewusst den Prozess des Enkels meines Mannes beobachten können, vom Geborenwerden bis jetzt zu den ersten Sätzen. Und was mich wahnsinnig fasziniert hat, war genau der Zeitpunkt, wo er noch kein einziges Wort sprechen konnte, nur über Laute absolut klar gemacht hat, was er wollte. Absolut. Und das machen Tiere ja auch so. Tiere über ein einziges Knurren oder über einen einzigen Laut zeigen sie dem anderen Tier, kann ich mich da geborgen fühlen, muss ich mich unterordnen und so weiter. Und das ist die Ebene. Und was habe ich jetzt so praktisch, jetzt ganz praktisch davon, wenn ich das mache? Ich lerne mich selbst besser kennen. Du klingst besser. Du klingst ausgewogener. Also gerade auch, wenn man jetzt zum Beispiel so wie wir jetzt über Handy mit Livestream geht, da ist die Mikrofonqualität ja gar nicht so gut. Und das kann leicht blechern werden. Also du lernst natürlich viel besser, deine Stimme zu steuern. Das ist das eine. Dann lernst du in Krisensituationen, wenn wir alle Angst davor haben, dass, oh Gott, hoffentlich rutscht unsere Stimme nicht weg, dass wir uns selber handeln und darüber die Stimme handeln. Zum Beispiel. Oder wir senden darüber, dass wir eine entspannte Kehle haben, senden wir angenehme Emotionen aus. Und die Menschen kommen gerne zu uns. Ja, das sind die Good Vibes, die ich auch gerne Good Vibes benenne. Und kannst du denn den Leuten jetzt noch einen Tipp mitgeben, was sie, wenn sie zum Beispiel live gehen oder ein Video machen, auch online, was sie vorher machen können, so eine kleine Übung? Also, was ich immer vorher machen würde, ist mich tatsächlich einmal gut hinsetzen. Und mit gut meine ich nicht das, was du jetzt gerade gemacht hast, möglichst gerade, sondern mit gut hinsetzen meine ich erstmal schön verwurzelt mit den Füßen und mit den beiden Sitzknochen. Und dann würde ich einmal einen Genuss, also nicht nur einen, sondern wirklich mir eine Weile nehmen, 5 Minuten so für das Eintunen auf mit der Kehle agieren, indem ich atme. Also genau wie du es jetzt machst, ich würde einfach spüren, wo kommt der Atem hin und häufig fließt er sofort nach oben. Das ist in Ordnung und dann würde ich aber auch nach unten gehen, dass der Atem hinten in den Rücken kommen kann. Das berühmte Durchatmen. Ach so, und dann hast du mal gesagt, dieses Nom, 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 Nom. Genau, das ist sozusagen... Das genüssliche Schmatzen. Ja, genau, das genüssliche Schmatzen. Also es geht jetzt, wenn ich mit dieser Übung, die du jetzt gerade meinst, die ich dir gegeben habe, geht es darum, die Stimme auszubalancieren, dass sie in ihren Wohlfühlpunkt kommt. Also, wenn ich jetzt in ganzer Ruhe bei einem Gespräch jemandem zuhöre, dann sage ich immer, also dieses Gefühl, was ich habe, wenn ich wirklich sehr, wenn ich aufmerksam zuhöre, aber nicht zu gespannt bin. Wenn das Gefühl, was wir da haben, das ist, wenn die Kehle dann schön hängt und wenn es wirklich ein entspannter Tonus ist, der andere Menschen beruhigt, der ein Wohlfühlgefühl vermittelt und nicht zu viel Anstrengung, nicht zu viel Wollen. Darum geht es. Ja. Das ist nämlich die Krux, wir schauen in diesen kleinen Bildschirm, das ist das eine, das ist die Vorwärtsbewegung. Das zweite ist, wir wollen tierisch gut sein. Das ist wieder eine sehr hohe Motivation, immer nach vorne aus, ich meine, ich merke, ich mache das jetzt nach, ne? Also aus sich herausgehen zu wollen. Und alles das macht die Stimme schneller, höher, lauter und einen Tick aggressiver. Ja. Und das hängt dann eben sehr vom Stimmklang an sich ab. Also manche Frauen, die eine sehr dunkle Stimme haben, die können das natürlich total gut machen. Ja. Aber jemand, der eher eine helle Stimme hat, der stellt sich damit einfach ein Bein. Ja, super. Spannend. Okay, also ich finde, das ist schon ganz gut, was man so damit anfangen kann. Und ich werde das hier unten verlinken, deine Seite, dein Tun und Wirken und bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne, vielen Dank dir, Katrin, auch. Es freut mich. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.